Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 29. April 2022. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Disneyland Paris News Video. Ja, bei mir ist es ja immer so, ich sammle ja immer die Neuigkeiten und möchte sie euch ja dann kompakt hier zur Verfügung stellen. Und ich habe jetzt ein bisschen länger gewartet wieder und jetzt irgendwie in den letzten Wochen kam jetzt wieder so viel, dass ich tatsächlich 9 Neuigkeiten für euch habe. Also wird das Video wahrscheinlich ein bisschen länger, obwohl ich immer mir sage, ja, machst jetzt wieder ein News-Video, aber in den letzten Wochen standen auch so viele Videos an und ich hatte auch gar keine Zeit, ein neues zu drehen. Ja, deswegen wahrscheinlich ein XXL-News-Video. Und ja, einige Neuigkeiten dabei vom Avengers Campus, vom Frozenland, Halloween, was habe ich noch, Refurbishments, ja. Und ganz viel zu Merchandise habe ich auch noch was, ja. Und ich würde sagen, wir legen los, aber vorher wollte ich noch eine andere Kleinigkeit ansprechen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr viel auf YouTube unterwegs seid, ob ihr vielen Streamern, ob ihr viele Livestreams guckt oder größeren YouTubern auch folgt. Und zwar gibt es seit einigen Monaten jetzt die Funktion Super Thanks und die habe ich jetzt tatsächlich auch freigeschaltet bekommen vor ein paar Tagen. Und ja, bei Livestreams habt ihr den Super Chat, da könnt ihr Donations an den Streamer schicken. Und mit einem Kommentar, der dann oben aufgepoppt, aufploppt und sozusagen gehighlightet wird. Ähnlich ist es bei den Super Thanks. Den Button findet ihr, also ihr habt dann unter meinem Video liken, disliken. Ich hoffe, da drückt ihr nie drauf. Teilen und dann, glaube ich, ganz rechts kommt dieser Super Thanks Button. Ist so ein Herzchen mit einem Dollarzeichen drin. Und ich möchte jetzt hier nicht irgendwie um Almosen betteln oder so, aber es gibt tatsächlich ja Leute, die sich besonders bei Videos bedanken möchten bei mir. Und das könnt ihr jetzt machen mit den Super Thanks. Geht startet ab 2 Euro und ja, könnt mit Kreditkarte bezahlen. Und vielleicht, wenn euch ganz besonders meine Videos gefallen, also es geht unter jedem Video jetzt, könnt ihr mir Super Thanks schicken. Wie gesagt, ich möchte hier nicht um Almosen betteln. Aber die ein oder andere Unterstützung, darüber würde ich mich freuen. Das klingt jetzt echt doof. Also mir ist das auch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Aber ich möchte euch trotzdem darauf aufmerksam machen. Ja, ich werde das jetzt auch nicht in jedem Video ansprechen und euch darauf aufmerksam machen. Aber ich weiß, dass viele meine News-Videos gucken. Deswegen dachte ich, komm, sprichst du das jetzt am Anfang direkt mal an. Und ja, kommen wir aber zu den wichtigeren Themen, zu den News. Und wir beginnen mit den Refurbishments, also mit den Umbauarbeiten, mit den Renovierungsarbeiten der Attraktionen. Und ab 31. Mai eröffnet, oh Gott, jetzt kommt mein Französisch, La Cabane de Robinson. Also ich gewinne keinen Französischpreis. Das ist der Baum von den Robinsons, wo man so hochklettern, also klettern, hochlaufen kann. Und dann, wenn man gutes Wetter hat, sieht man auch tatsächlich den Eiffelturm. Ja, ja. Und ja, genau, der macht wieder ab 31. Mai auf. Und auch ab 31. Mai die Nautilus. Jetzt fragt ihr euch, wo und was ist eigentlich diese Nautilus? Ich muss sagen, ich war da bisher einmal drin. Damals, als ich mit meinem Freund im Park war, sind wir da durchgelaufen. Und ich glaube, seitdem bin ich auch nie wieder durchgelaufen. Da gab es ja mal während Corona auch Meet and Greets. Aber da war immer die Schlange so lang, da habe ich mich nie angestellt. Aber vielleicht ist der ein oder andere Fan ja dabei, der gern durch die Nautilus läuft. Macht wieder auf ab 31. Mai. Der Hyperspace Mountain wird für circa 2 Wochen geschlossen sein und zwar vom 30. Mai bis zum 10. Juni. Ich habe euch die Daten auch nochmal hier rein, da könnt ihr euch das genauer nochmal ablesen. Also wenn ihr zwischen dem 30. Mai und dem 10. Juni im Disneyland Paris seid, könnt ihr leider den Hyperspace Mountain nicht fahren. Selbes für den RC Racer, das ist die Attraktion im Toy Story Land, dieses, was so hin und her fährt, dieses Auto. Ist auch nicht für jeden was. Ich mag es gern. Hat geschlossen vom 13. Juni bis zum 17. Juni, also nur 4 Tage. Nicht so dramatisch, aber trotzdem möchte ich euch das hier auch erwähnen, weil wenn ihr in dem Zeitraum da seid und die Attraktion mögt, ist es natürlich doof. Und ja, weiterhin bleibt natürlich Small World geschlossen. Da gibt es auch noch kein weiteres Datum. Kommen wir zur zweiten Neuigkeit und zwar zum Frozenland. Ich weiß gar nicht, wie gerade der Fachbegriff ist.
Irgendwas mit Arendelle, glaube ich. Aber ich sag dazu Frozen Land. Ihr wisst, was ich meine. Das zweite neue Land, was in den Walt Disney Studios eröffnen soll. Also es gibt kein Datum, das kann man schon mal sagen. Aber der Avengers Campus macht ja dieses Jahr im Sommer auf. Und daneben entsteht gerade Frozen Land. Die Bauarbeiten sind gerade auf Hochtouren oder haben schon begonnen. Und ich blende euch natürlich zu den Neuigkeiten immer die passenden Bilder ein, die wir von Inside Ears zur Verfügung gestellt bekommen haben, damit ihr das auch ein bisschen visualisiert bekommt. Ja, wir haben die Neuigkeiten bekommen, was da so an Concept Arts vorhanden ist, wie das ungefähr aussehen soll. Und da führe ich euch jetzt ein bisschen durch. Also, wenn sich die Gäste, ich lese es jetzt mal vor, wie es uns zugetragen wurde. Wenn sich die Gäste dem Herzen des Parks nähern, werden sie von Elsas Eisschloss aus der Ferne begrüßt. Das heißt, wir haben ein neues Schloss schon mal, Elsas Eisschloss. Das Eisschloss wird sich auf einem 40 Meter hohen, schneebedeckten Berg direkt neben dem 3 Hektar großen See befinden. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen Vergleichswerte geschafft, ich habe mir Vergleichswerte rausgesucht, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Also 40 Meter wird der Berg hoch sein und dann wird das Schloss da drauf stehen, das Elsa-Schloss, was wir aus dem Film kennen, was sie selbst geschaffen hat. Zum Vergleich Sleeping Beauty Castle, also das Schloss im Disneyland Park, ist 51 Meter hoch. Also mit dem Schloss obendrauf und dem Berg, muss ich sagen, könnte es fast so groß oder vielleicht auch noch ein bisschen höher als das Sleeping Beauty Castle sein. Werden uns überraschen lassen. Und der 3 Hektar große See, ich kann mit so Mengenangaben oder mit so Hektar auch nie was anfangen, muss ich sagen. 3 Hektar denke ich, ja, 3 Hektar, keine Ahnung. Deswegen, das sind ungefähr 4... Jetzt hat sich meine Alexa aus der Küche gemeldet. Das war jetzt gerade sehr strange. Ich rede nicht mit ihr, aber sie redet mit mir aus der Küche. 3 Hektar, wie groß ist das eigentlich? Und zwar sind das circa 4 Fußballfelder. Das kann man sich schon mal ein bisschen besser vorstellen, finde ich. Also 4 Fußballfelder wird der See groß sein. Und das muss ich sagen, ist wirklich riesig. Also ich habe jetzt leider nicht gefunden, ich hätte gerne gewusst, wie groß der Lake Disney ist. Also der vor dem Newport Bay Hotel und vor dem Hotel New York ist, hätte ich gerne herausgefunden, habe ich leider nicht, aber vielleicht wisst ihr es, ja, dann könnt ihr es mal unten in die Kommentare schreiben, weil das kann man sich dann nochmal besser vorstellen, wenn man weiß, wie groß der Lake Disney ist und dann wie groß der See in Arendelle sein wird. Also ich bin sehr gespannt, das klingt alles wirklich super und der See wird tatsächlich auch schon ausgehoben, also der See, der Loch wird schon gebuddelt für den See. Ja, es wird natürlich eine neue Attraktion geben in diesem, soweit ich mitbekommen habe, oh, da ist ein kleiner Vogel. Jetzt habe ich mich abgelenkt von so einem Vogel. Es wird eine neue Attraktion geben, die wahrscheinlich in diesem Eisschloss stattfinden wird. Und da sind sich viele einig oder viele denken, dass es die Attraktion aus Epcot sein wird. Da habe ich auch das On-Ride hochgeladen, verlinke ich euch gerne bei dem i. Könnt ihr euch anschauen. Also ich fand die Attraktion mega. Freue mich wirklich, wenn die auch nach Paris kommt, aber ich glaube, es ist fast ziemlich sicher, dass es die Attraktion wird, die dann in dem Schloss von Elsa stattfinden wird. Also das ist richtig cool. Ja, das Dorf Arendelle wird mit Geschäften und Restaurants beglückt werden und natürlich, und die Restaurants werden einen nordischen Touch haben. Das bin ich auch mal sehr gespannt, ob es dann viel Fisch geben wird. Wie skandinavisch es wird, weil die Skandinavier essen ja auch gerne süß mit salzigem und so. Also wie nordisch das wird, das werden wir dann sehen, aber es klingt alles sehr gut. Dann wird es natürlich Meet and Greets mit unseren Lieblingscharakteren geben. Wahrscheinlich Anna, Elsa, Olaf, Christoph, Sven. Werden wahrscheinlich alle da sein für ein Meet and Greet. Und dann gab es noch eine Beschreibung. Um in dieses neue Gebiet zu gelangen, also nach Arendelle, gehen die Gäste entlang einer Promenade, die von üppigen Landschaften umgeben ist. Eine Kombination aus Themengärten und grünen Spazierwegen. Das klingt jetzt sehr... diese Fantasiewelt, perfekt zum Tagträumen oder zur Unterhaltung, wird als Übergang zwischen den neuen Themenbereichen dienen, die den zukünftigen See umgeben. Das heißt... Es wird eine Promenade zwischen dem wahrscheinlich Avengers Campus
und dem Arendt Frozenland geben, wo man dann lang flanieren kann. Und da kommen wir auch noch gleich zu den Neuheiten, die da zu finden wird. Also es wird super schön aussehen. Grüne Spazierwege mit ganz viel Bepflanzung. Also ich bin sehr gespannt, wie das da aussehen wird. Und es wird tatsächlich auch da eine neue Familienattraktion im Freien geben. Das heißt, mit Frozenland bekommen wir zwei neue Attraktionen. Einmal die Frozen-Attraktion und halt diese neue Familienattraktion im Freien. Was es wird, aber vielleicht habt ihr ja Vorschläge, Ideen, was ihr euch wünschen würdet. Also eine Familienattraktion im Freien. Das heißt, es ist schon mal kein Dark Ride. Ob das sowas wird wie ein Karussell, keine Ahnung. Aber ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünschen würdet. Oder vielleicht habt ihr auch schon die ein oder andere Idee. Dann wird es ein elegantes Restaurant mit Tischbedienung geben und 250 Sitzplätzen am Seeufer. Mit einem Panoramablick über den See. Klingt mega. Also, und dann wurde dazu geschrieben, dass es besondere Meet and Greet-Möglichkeiten gibt, ob jetzt in dem Restaurant oder außerhalb irgendwo auf der Promenade, das habe ich nicht so ganz verstanden. Oder halt, ob es halt ein Restaurant wird mit Disney-Charakteren. Also, das habe ich jetzt nicht so ganz rausgelesen. Aber egal, ob es jetzt nur ein Restaurant wird mit 250 Plätzen am Seeufer plus Meet and Greets oder separat. Klingt beides mega gut. Denn es ist ja auch, also das ist jetzt alles Spekulation, was ich gerade jetzt sage, obwohl ich ja eigentlich nicht so gerne Gerüchte oder Spekulationen hier in den News-Videos erwähne, weil ich ja eigentlich gerne nur Fakten erwähnen möchte. Aber es wird ja tatsächlich gemunkelt, dass Fantasmic aufgekauft wurde für diesen See. Das ist eine Show aus Tokio, die auch da über einem See stattfindet oder einem Gewässer. Und ich bin sehr gespannt, ob es dann, also es wird wahrscheinlich eine Abendshow geben über dem See. Ob es jetzt Fantasmic ist, keine Ahnung, aber die Gerüchte sind da, dass es aufgekauft wurde. Klingt, also dieser ganze neue Themenbereich, ich bin wirklich sehr gehypt. Es sieht super schön aus und ich freue mich schon, wenn wir mehr zu sehen bekommen. Wenn dieses Jahr der Avengers Campus aufmacht, schätze ich, dass es noch locker 5 Jahre da. Also 3 bis 5 Jahre werden wir auf jeden Fall noch brauchen, bis Arendelle aufmacht. Also vor 2025 brauchen wir damit gar nicht rechnen. Wahrscheinlich vielleicht noch länger. Mal gucken, wie schnell sie jetzt da den Turbo andrehen. Ja, das war News Nummer 2. Da kommen wir zu News Nummer 3, zu dem Avengers Campus. Da gibt es auch tatsächlich ein paar neue Neuigkeiten, die ich auch mit euch teilen möchte. Und zwar ist der Quinjet gelandet. Ja, die letzte Bauphase ist sozusagen eingetreten. Der Quinjet ist gelandet. Ich bin aber nicht so in dem Marvel-Thema drin. Also wie das Ganze so, wo der Quinjet tatsächlich vorkommt, weiß ich gar nicht. Aber ob das jetzt in dem Film war oder ob der nur für den Avengers Campus gebaut wurde, ich habe keine Ahnung. Bin nicht so in der Avengers Familie Firm. Aber es wird auch ein Avengers Deployment Vehicle geben, Abkürzung ADV. Seht ihr jetzt hier ein Bild? Entworfen von Tony Stark in Zusammenarbeit mit Sherry von der Wakanda Design Group. Ich habe zwar Iron Man geguckt, aber weder Sherry noch Wakanda Design Group sagt mir leider gerade was. Aber ich habe es auch nur einmal geguckt und wahrscheinlich vergessen. Die Superhelden werden mit diesem Auto an verschiedenen Orten eingesetzt, um neue Rekruten zu treffen. Das heißt, mit diesem Auto werden Meet and Greets stattfinden. Und das, muss ich sagen, wird wirklich cool aussehen, wenn da so Iron Man oder so vor diesem Auto steht. Das sieht ja sehr futuristisch aus. Also ich bin sehr gespannt, wie das dann in live aussieht. Dann wurde über die neue Bepflanzung gesprochen. Auch da ist Pflan Bepflanzung sehr wichtig. Und die Landschaftsgestaltung war von Anfang an Schlüsselpriorität beim Bau des Avengers Campus. Viele Rhododendren in weiß, blau, violett wurden gepflanzt, um halt zum Beispiel an Spider-Man zu erinnern. Aber es wurden auch immer grüne Bäume gepflanzt und auch 40 und es wurden immer grüne Bäume gepflanzt und 40 Pflanzenarten im ganzen Avengers Campus werden zu finden sein. Aber die alten Pflanzen, die vorher dort waren, wovor der andere Themenbereich war, wurden
nicht weggeschmissen. Es wurden viele konserviert und gepflegt über die Jahre und wieder eingepflanzt. Also das finde ich auch einen richtig guten Zug von Disney, dass man jetzt nicht alles weggeschmissen hat, sondern auch die alten Pflanzen erhalten hat und jetzt auch wieder weiterverwendet. Ja, das waren alle Neuigkeiten zum Avengers Campus. Ja, ich hatte ja mit das Interview mit Natascha Rafalski am 12. April. Mehr dazu könnt ihr im 12. April-Video sehen. Das verlinke ich euch gerne nochmal. Da habe ich es nochmal komplett besprochen. Wir haben natürlich gefragt, wann wird der Avengers Campus aufmachen? Und sie meinte, ja, soon. Also, nee, soon bekommen wir das Datum gesagt oder soon macht es auf. Im Sommer. Und sie meinte aber, der Sommer geht von Juni bis September, bis Mitte September. Das heißt, ich glaube eher nicht an Juni, ich glaube eher an Ende August wahrscheinlich, Mitte, Ende August, vielleicht sogar Anfang September. Wir müssen uns überraschen lassen. Kommen wir zur vierten Neuigkeit, ist jetzt keine mega große Neuigkeit, und zwar das neue Logo vom Disneyland Hotel. Blende ich euch jetzt hier ein, haben wir auch am 12. April gezeigt bekommen. Ja, ist halt ein neues Logo für das Disneyland Hotel. Ist jetzt nicht mega spannend. Kommen wir weiter zur Neuigkeit Nummer 5, und zwar dem neuen Merchandise, was in den nächsten Wochen ins Disneyland Paris kommen soll. Einmal wird es eine Schokolade geben. Wann sie kommt, weiß ich leider nicht. Da ist es nicht so wie bei Charlies Schokoladenfabrik mit Johnny Depp, der Film. Da wird dann Schokolade verkauft und in manchen ist dann halt ein goldenes Ticket oder ein Preis enthalten. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr die Schokolade kauft, was gewinnen. Was genau, wissen wir noch nicht. Wie viele Preise, wissen wir auch nicht. Wann die Schokolade kommt, wissen wir auch nicht. Es wird nur gesagt, es wird diese Schokolade zum 30. Geburtstag geben, wo sich Preise drin enthalten, wo Preise drin enthalten sein werden. Da wird es ein neues Buch geben, wird über 200 Seiten dick sein und wird heißen The Art of Disney in Paris. Und das Buch wurde vom Inside Ears Team erstellt mit Bildern aus Disneyland Paris und natürlich wieder mit neuen Infos. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf, dieses Buch dann in meinen Händen zu halten. Ich liebe halt Bücher aus allen Parks, um immer so den Prozess zu sehen, wie es über die Jahre sich entwickelt hat und so. Also ich habe gerne Bücher aus allen möglichen Parks, um ja, da einfach mal rein durchzublättern und reinzustöbern. Ja, dann zum Rucksack vom 30. Geburtstag. Da war ja eine Charge, da waren wir vor Ort, wurde am 11. April, ist er rausgekommen. Schlangen unfassbar lang, aber die Organisation war super. Aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Und dieser Rucksack soll Ende Mai nochmal wiederkommen. Welchen Mai, wann genau, kann ich euch jetzt hier nicht sagen. Wenn wir ein Datum haben, erfahrt es auf Instagram natürlich oder auch hier im Newsvideo, wenn es früh genug angekündigt wird. Aber auf jeden Fall auf Instagram, dann könnt ihr mir da, also wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, folgt mir auf Instagram, da bekommt ihr die Neuigkeiten immer sofort. Ja, aber da hat ja auch Natascha Rafalski gesagt bei diesem Meeting, dass sie nicht gerechnet hätten, dass das Merchandise vom 30. Geburtstag so schnell weggeht, so begehrt ist, und sie ordern immer wieder nach, also es kommt. Alles, was begehrt ist, kommt wahrscheinlich wieder rein, außer es war limitiert. Also der Jersey kommt noch rein und der Rucksack. Wir müssen uns halt nur ein bisschen gedulden. Dann gibt es jetzt die Coach Walt Disney World Kollektion im Disney Fashion. Ich habe mir eine Tasche bestellt aus der Kollektion, weil ich die echt schön finde, die Kollektion. Also es gibt die Ohren für 195 Euro. Es gibt den Rucksack für 650 Euro. Es gibt die Shoulder Bag, also diese Umhängetasche, also die größere Umhängetasche für 750 Euro. Und die Camera Bag, die ich mir gekauft habe bei Shop Disney. Die kommt heute noch. Ich freue mich. Kostet 475 Euro. Und ich habe mich erst gefreut, dachte, ach, schick sie bei Shop Disney zurück und kauf sie dir vor Ort, weil da gibt es ja noch 20% Jahreskartenrabatt. Ist aber nicht so. Bei Coach. Auf die Coach-Sachen gibt es leider keinen Jahreskartenrabatt, keinen Discount. Ja, ist natürlich teuer, aber es ist halt ein Designer. Coach ist ein Designer und wir wissen alle, Designertaschen sind teuer. Und ich habe leider eine Schwäche für Designertaschen, vor allem wenn da Mickey Mouse drauf ist. Ja, dann gibt es auch, bleiben wir bei teuren Taschen, gibt es jetzt die Dooney und Burke Kollektion zum 30. Geburtstag im Disneyland Paris. Und Dooney und Burke ist tatsächlich eine sehr beliebte Marke aus Amerika. Die machen gefühlt zu allem möglichen Disney-Taschen. Die gibt es auch in den Parks zu kaufen. Ich habe da ganz viele gesehen, als ich in Walt Disney World war.
Sind aber auch nicht günstig, sind relativ teuer. Nicht so teuer wie die Coach-Taschen, aber trotzdem. Und Disneyland Paris hat jetzt seine eigene Dunienburg-Kollektion bekommen. Und die findet ihr in den Walt Disney Studios und im World of Disney. Es gehört zu dieser Gold-Kollektion, deswegen an den zwei Orten. Die Tote Bag, seht ihr jetzt hier, kostet 268 Euro. Und die Shoulder Bag kostet 198 Euro. Da gibt es aber den Jahreskartenrabatt. Ich bin mir noch überlegen, ob ich mir die Tote Bag kaufe, aber ich muss das mal mir die in Live anschauen. Ja, aber sind schon schöne Taschen. Also Dunienburg macht wirklich sehr schöne Taschen und ja, so viel. Genug teures Merchandise. Das war es nämlich auch zu Merchandise und wir kommen zur News Nummer 6. Ja, Neuigkeit Nummer 6 dreht sich um Mickey und the Magician. Die Show hat ja jetzt ab 23. April gestartet, ist wieder in Walt Disney Studios und ich freue mich sehr darüber, denn die Show ist wirklich der Wahnsinn. Aber das ist nicht die Neuigkeit, dass die Show wieder stattfindet, sondern es gibt jetzt den Guaranteed Access für diese Show. Ähnlich wie bei der Lion King Show könnt ihr euch jetzt Plätze reservieren, müsst ihr aber nicht. Also ich kriege ganz viele Fragen immer auf Instagram. Ja, kostet die Show denn jetzt was? Weil in der App steht 15 Euro. Nee, die Co Show kostet nichts, außer ihr wollt diese Guaranteed Access Plätze buchen. Kosten 15 Euro pro Person pro Show, können in der App gebucht werden. Aber ihr müsst es nicht. Aber so habt ihr halt, also wenn ihr wirklich wenig Zeit habt oder es sehr viel los ist und ihr euch nicht anstellen wollt, könnt ihr das vielleicht für 15 Euro dazu buchen. Aber wenn man mit einer ganzen Familie da ist, ist es halt wirklich ein Heidengeld. Aber wenn ihr euch zum Beispiel früh genug anstellt, dreiviertel Stunde bis Stunde vor der Show, bekommt ihr wirklich auch gute Plätze und habt auch euren Platz gesichert und müsst ihr nicht so viel Geld ausgeben. Da könnt ihr das lieber für Merch oder Snacks ausgeben. Also, ich habe es bisher noch nicht gebucht, aber es gibt wahrscheinlich schon einige, die das buchen. Vielleicht auch fälschlicherweise tatsächlich. Weil wenn mir jetzt schon einige fragen, muss ich für die Show bezahlen? Vielleicht denken dann auch viele, okay, es steht in der App und ich muss dafür bezahlen und ich möchte die Show mir unbedingt angucken, dann zahle ich halt die 15 Euro. Aber das ist wirklich, also ihr könnt die Show kostenlos angucken. Alle Shows im Disneyland Paris sind kostenlos. Ihr müsst da nichts extra drauf zahlen. Und die Show läuft tatsächlich fünfmal am Tag. Das finde ich schon echt einen krassen Zeitplan, wenn man das so sagen kann. Fünfmal am Tag. Also wenn ihr da seid, auf jeden Fall nicht verpassen. Mickey and the Magician. Wir gucken uns dann, wenn wir Mitte Mai da sind, auf jeden Fall mit Prina an und ich freue mich sehr, diese Show wieder zu sehen. Ja, bleiben wir bei Neuerungen und zwar News Nummer 7. Es geht um den Disney Premier Access Ultimate. Klingt super. Im Prinzip, es gab ja schon mal so einen bezahlten Fastpass für alle Attraktionen. Ja, sowas Ähnliches kommt jetzt wieder. Seit letztem Jahr ist ja dieser Premier Access, gibt es ja im Disneyland Paris über die App zu kaufen. Das heißt, ihr bezahlt einen gewissen Betrag für eine Attraktion und pro Person. Ne? Für eine Fahrt pro Person bezahlt ihr dann einen gewissen Betrag zwischen 8 und 15 Euro. Jetzt, ab diesem Sommer, wird es den Ultimate Fastpass geben oder Premier Access. Da bezahlt ihr einmal 90 Euro ab 90 Euro pro Person für 12 Attraktionen, die ihr einmal fahren könnt. Ja, jetzt habe ich natürlich hier stehen Attraktionen sagen. Mein Handy lädt aber. Das heißt, ich muss jetzt mein Handy holen, um euch gleich noch die Attraktionen vorzulesen. Aber nochmal kurz zur Erläuterung. Also ab 90 Euro, das heißt in den Sommerferien an Wochenenden kann der Preis natürlich steigen. Wie hoch das Maximum ist, wissen wir noch nicht. Ich kann mir vorstellen, so 120 Euro vielleicht. Pro Person, pro Tag. Also das ist schon eine Stange Geld, muss ich sagen. Ich weiß aber auch nicht, ob es pro Tag ist oder ob es für den ganzen Aufenthalt ist. Das haben sie auch noch nicht geklärt. Aber es ist wirklich teuer. Wenn man überlegt, dass es in Walt Disney World das Genie Plus 15 Euro pro Tag kostet, gut, da muss man sich halt einbuchen und wenn kein Platz mehr ist, dann hat man Pech gehabt. Aber man könnte im Prinzip für die 90 Euro roundabout 2, 4, 6 Tage lang Genie Plus buchen und könnte viel mehr Attraktionen schaffen als jetzt hier diese 12. Ne? Also dieser Service ist sehr umstritten und ich finde ihn nicht gut. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr würdet ihr 90 Euro pro Tag bezahlen, pro Person, für die 12 Attraktionen. Ich hole jetzt mein Handy und sage euch noch die Attraktionen. Könnt ihr übrigens auch in der App buchen, dieses Premier Access Ultimate. Ja, wenn man halt so faul ist, die ganzen Attraktionen runterzuschreiben und dann vergisst, das Handy zu holen. Also, in den 12 Attraktionen ist Indiana Jones, dann Autopia,
Buzz Lightyear, Star, Hyperspace Mountain, Star Tours, Peter Pan, Big Thunder Mountain, Phantom Manor, Crush Coaster, Ratatouille, Tower of Terror und Cars Road Trip. Also viele Attraktionen tatsächlich, die sehr beliebt sind, wie Crush Coaster natürlich, Peter Pan, Big Thunder Mountain, also sind wirklich viele gute Attraktionen dabei, aber Cars Road Trip, da braucht man keinen Premier Access Pass. Also, aber das sind die 12 Attraktionen. Muss man wissen, ob man bereit ist, das zu investieren. Also ich finde 15 Euro für so ein Genie Plus finde ich völlig in Ordnung, aber diese 90 Euro finde ich echt einfach übertrieben. Ja, kommen wir zur Neuigkeit Nummer 8. Und zwar am 4. Mai, May the 4th be with you, ist ja jetzt seit Jahren eigentlich schon der Slogan für den Star Wars Tag am 4. Mai, der ja nächste Woche Dienstag ist. Vielleicht seid ihr ja vor Ort, ich bin nicht vor Ort, leider. Aber vielleicht seid ihr ja vor Ort und könnt den Star Wars Day mitfeiern. Es wird natürlich bei Shop Disney Merchandise geben und in allen Parks wird mitgefeiert. Und auch das Disneyland Paris feiert mit. Es wird im Discoveryland gefeiert, also im Disneyland Park. Es wird Meet and Greets und Selfie-Spots geben mit Darth Vader. Gut, das steht ja schon immer da, das ist jetzt nichts Neues. Chewbacca, Boba Fett, R2-D2 und es wird auch Magic Shots geben mit zum Beispiel Grogu, also Baby Yoda. Ich sag nicht Grogu, ich mag den Namen nicht. Ich sag immer Baby Yoda. Genau, also einige Charaktere, die sonst nicht so oft da sind, wie zum Beispiel Chewbacca oder R2-D2, ist richtig cool. Und dann wird es natürlich auch Shows geben an dem Tag, First Order Marsch und First Order Recruitment. Wenn ich tatsächlich noch Material finde von der Star Wars Season, weil es wird wahrscheinlich dasselbe sein wie damals in den Studios während der Star Wars Season, dieser Marsch, blende ich euch das hier mal ein bisschen ein. Muss ich aber mal auf meiner Festplatte suchen. Ist ja schon einige Jahre her, dass ich das gesehen habe. Aber wird wahrscheinlich so ähnlich sein. Dann wird es Treats geben, also Snacks, Menüs im Café Hyperion. Ich denke, es wird ein Burger-Menü geben und ein passendes Dessert am Hyperion Card. Und an der Cooling Station werdet ihr dann diese Treats finden können. Und es wird auch Souvenirs am Star Traders geben. Das ist der Shop im Prinzip, wenn ihr aus Status rauskommt, ist das der Star Wars Shop ganz hinten im Discoveryland. Ja, ich wurde auch schon gefragt, ob es länger geht. Tatsächlich nein, es ist nur der eine Tag. Ja. Genau, das war Neuigkeit Nummer 8. Wenn ihr am 4. Mai da seid, könnt ihr mir gerne Fotos schicken bei Instagram oder so. Würde mich freuen. Und jetzt kommen wir zur letzten Neuigkeit, die tatsächlich sehr aktuell ist. Und zwar kamen sie gestern reingeflogen. Gestern war ja Halfway to Halloween. Irgendwie in auf der ganzen Welt wurden Neuigkeiten über die Disney-Parks zu Halloween preisgegeben. Zum Beispiel in Walt Disney World kehrt Mickey's Not So Scary Halloween Party zurück. Aber auch für Disneyland Paris wurden ein paar Neuigkeiten veröffentlicht, und zwar das Halloween Festival, also die Halloween Season, startet dieses Jahr am 1. Oktober und geht bis 6. November. Und da haben mich auch schon immer viele gefragt, wann startet denn dieses Jahr die Halloween Season? Ja, jetzt habt ihr ein Datum, 1. Oktober bis 6. November. Es gibt noch keine weiteren Details, das wird wahrscheinlich dann erst in den nächsten Monaten kommen. Aber was wir noch als Neuigkeiten bekommen haben, ist, dass es 2 Halloween Partys dieses Jahr wieder geben wird. Letztes Jahr war es ja eine, davor war es keine. Und davor waren es auch 2 Halloween-Partys. Und ich war damals an der ersten, tatsächlich, also nicht an Halloween selbst, sondern an der anderen. Und jetzt wird es auch eine am 29. Oktober geben und am 31. Oktober, also an Halloween selbst. Ich werde aber wahrscheinlich leider an keiner teilnehmen können, denn ich plane mit meinem Freund am 30. Oktober nach Thailand zu fliegen. Und da habe ich gesagt, dieses Jahr fällt dann die Halloween-Party für mich flach. Wahrscheinlich, vielleicht wird Brina oder Daniel da sein, das werden wir dann noch sehen. Aber ich werde an Halloween auf Thailand sein. In Thailand? Ne, in Thailand. genau, also war letztes Jahr aber auch nicht so toll, muss ich sagen. Und deswegen entfliehe ich dem dieses Jahr sozusagen. Und genau, ansonsten gab es noch ein paar Neuigkeiten zur Christmas Season. Die Christmas Season startet am 12. November und geht bis 8. Januar. Und natürlich wird es auch eine Silvesterparty geben am 31. Dezember. Wer hätte es erwartet? Eine Silvesterparty am 31. Dezember. Ja,
Wahrscheinlich werde ich da auch nicht da sein, weil ich Silvester halt immer mit meinem Freund verbringe und er war einmal da mit mir am Silvester und hat gesagt, das reicht erstmal für die nächsten 10 Jahre. Das heißt, wahrscheinlich werde ich an der Silvesterparty auch nicht da sein, aber ich mache hier andere Partys mit, so wie jetzt Pride zum Beispiel. Da bin ich dann voll dabei. Ja, das waren die Neuigkeiten. Mehr zur Halloween und Christmas Season werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten bekommen, ob es neue Shows gibt oder wie das dann alles aufgezogen wird. Ja, plant ihr denn an Halloween oder Weihnachten den Park zu besuchen? Also ich werde natürlich an beiden Seasons da sein und freue mich sehr, euch da wieder mitzunehmen. Ja, und das waren alle Neuigkeiten. War wieder jetzt ganz schön viel an Neuigkeiten. Ich hoffe, ich habe euch nicht über Neuigkeit. Kann man das ist kein deutsches Wort. Ich hoffe, ihr habt alles verarbeiten können. Ja. Und das war's auch schon. Ich möchte jetzt auch nicht länger quatschen, weil das Video ist eh schon lang genug. Also, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!